Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir haben in der letzten Folge ein paar Rätsel lösen können. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir ein bisschen Nebenmissionen wieder machen, weil da sind sehr viele dazugekommen. Deswegen ich so Stück für Stück das ein bisschen abarbeiten kann, habe ich mir halt eben gedacht. Weil es hat bestimmt auch einen Vorteil, wenn man ja, besser ausgestattet ist und sich mit anderen schon gut getan hat. Lucan Brattleby muss sich fast eingenässt haben. Oh, guck mal, jetzt ist alles voll mit Kürbissen dekoriert. Wie schön. Oh, warte, das ist eine neue Mission. Adelaide Oaks? Ich habe deine Eule erhalten. Ja, ich bin Adelaide Oaks. Oh je. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule. Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Renrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt. Nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Ich... Oh, sie ist ein Hufflepuff. Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Macht dein Onkel häufig Geschäfte mit Kobolden? Ja, schon lange. Er spricht sogar Koboldogak. Aber Renrocks Bande hat er erst vor kurzem erwähnt. Er meinte, die Galeonen seien das Risiko wert. Er tut all das für mich. Umhänge, Zubehör. Hogwarts kostet schon eine Stange Galeonen. Und Onkel Roland hat einen eher anspruchsvollen Geschmack. Er hat über die Jahre so viel für mich geopfert. Ich habe ihm versprochen, dass ich mich nach dem Abschluss um ihn kümmern werde. Du stehst deinem Onkel sehr nahe, oder? Ja. Meine Mutter starb bei meiner Geburt und meinen Vater habe ich mit 5 verloren. Onkel Roland hat sich um mich gekümmert, solange ich denken kann. Er weiß, dass ich mir Sorgen mache, wenn er auf Reisen ist. Deshalb schickt er mir so viele Eulen, damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Ich werde mich für dich umhören, Adelaide. Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist. Danke nochmal für all deine Hilfe. Onkel Roland, was ist dir nur zugestoßen? Nee, wir brechen jetzt hier nicht einfach unsere Mission ab. Ich kann es kaum erwarten, dass meine... Hoffentlich geht es Adelaides Onkel Roland gut. Sie klang sehr besorgt. Adelaide zufolge ist das Lager ihres Onkels vermutlich bei Brockborough, am Fluss vorbei. Erstaunlich, dass es so interessant sein kann, Pflanzen beim Wachsen zu sehen. Wunderbar, dass wir uns wiedersehen. Revelio. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen. Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie ihn Levioso beigebracht hat. Nun sollten sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein.
Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Bei korrekter Ausführung sollten Sie in der Lage sein, Felsen zu heben, als wären es Zweige der Sumpfschafgarbe. Die Schwebezauber Wingardium Leviosa kann Gegenstände schweben lassen und bewegen. Kontrolliere die Position und deine Bewegungen. Verwende hierfür hoch, runter, links, Distanz und Rotation einzustellen. Sehr gut. Üben Sie ruhig weiter, Wingardium Leviosa, im Gewächshaus. Ich habe ein paar Kisten in den Nebenraum gestellt. Professor Garlic, hätten Sie kurz Zeit? Die Pflanzen ruhen, also ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich wollte nur fragen, was Sie dazu bewogen hat, Kräuterkunde zu lehren. Nett, dass Sie fragen. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für... Ich glaube, das hatte ich schon mal. Abschluss. Und da hab... Ja. Was für eine Pechsträhne. Ich bin froh, dass alles so gekommen ist. Sehr lieb von Ihnen. Oh, und nicht vergessen. So, dann gucken wir nach der nächsten Nebenmission. Warte mal, finde den Schatz anhand der Schatzkarte mit fliegenden Kerzen. Ein Hauch von Liebe. Zutaten, Besen, Tierwesen, Scheinungsbilder. Herausforderung. Aber wo kann ich mir das nochmal angucken? Im Inventar? Oh. Hier. Okay. Da ist die Brücke. Ja, mein Wald. Eine Brücke, so Durchgang. Wo finde ich das? Hier ist der dunkle Wald. Könnte das die Brücke sein? Warte mal. Wenn Sie den Weiche-Zurückfluch erlernen würden. Flipendo, kommen Sie zu mir ins Gewächshaus, sobald Sie die nötigen Aufgaben erledigt haben. Lumos. Müssen wir uns nochmal angucken. Also. Brücke. Verbotener Wald. Lumos.
Warte, vielleicht ist die Brücke da drüben gemeint. Verzauberte Kerzen. Ja. Die führen. Meine liebste Apollonia, würdest du dich zum einem Picknick anschließen? Ich weiß, dass du eine hervorragende Pastete aus Cornwall fast so sehr magst wie eine guten Krimi. Ich hoffe, dich bald wiederzusehen, dein Richard. Die Kerzen scheinen in den verbotenen Wald zu führen. Oh, schnell weiter, schnell weiter. Husch, husch, husch. Der Schatz muss in der Nähe sein. Ein Picknick im verbotenen Wald halten manche vielleicht für romantisch. Die Schatzsuche liegt mir. Alles klar. Wir haben das Rätsel gelöst. Das nächste. Mondsteine, ja. Warte mal, wir können mal hier weitermachen. Da sind drei neue Missionen. Alles klar. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Revelio. Hier sind. Wo sie wohl hinfliegen? Hallo, Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Das habe ich. Danke. Wir arbeiten sogar zusammen, um Ranrock Einhalt zu gebieten. Tatsächlich? Ich hatte vermutet, dass Sie sich mit ihm verstehen. Es ist wohl besser, ich erfahre keine weiteren Details. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's. Ich... natürlich. Ihre Eule erwähnte, Sie brauchen Hilfe bei etwas? Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield zu helfen. Ich glaube, ich kenne Mrs. Sprottle noch nicht. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Warum hat Mrs. Sprottle einen Vorrat an Mega-Power-Tränken? Dot ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Mega-Power-Trank. Eine gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Warum haben Mr. und Mrs. Sprottle nach so langer Zeit ihre Briefe noch? Dot fand sie beim Ausräumen eines Schranks. Einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie dort von mir. Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine.
Willardsy. Freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ich soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Was waren das für schreckliche Geschichten über den verbotenen Wald? Du meine Güte, alles von Schülern, die auf mysteriöse Weise enthauptet werden, bis hin zu Spinnenhöhlen. Uah. Glaub mir, wenn du das mit 11 Jahren hörst, prägt sich das ein. Also gut, wenn ich Zeit finde, sehe ich einmal nach. Oh, wie nett. Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Nicht vergessen, die Schmetterlinge schauen. Revelio! Des verbotenen Waldes aufzuhalten. Viel Glück! Dem alten Sprücheklopfer werd ich... Sir, ist alles in Ordnung? Danke der Nachfrage. Mein Name ist Ackley Barnes. Und nein, ganz und gar nicht. Ich plane gerade meine Rache gegen meinen einstigen Geschäftspartner, einen teuflischen Schwindler namens Alfred Lawley. Er hat mich aus unserem Kräuterbedarfsgeschäft verdrängt, als es gerade Fahrt aufnahm. Er meinte, ich sei zu explosiv. Dem zeige ich mal explosiv. Das muss frustrierend für Sie gewesen sein. Ja, das war es. Schrecklich. Ich bin eben leidenschaftlich bei der Arbeit. Arroganter Narr. Er kann auch leidenschaftlich sein. Und daran werde ich ihn erinnern, indem ich ihm seinen geliebten Besitz nehme. Eine Venemosa Tentacula, die er aus einem Samen züchtete und die der Grundstein unseres Geschäfts sein sollte. Ich komme nicht mal in die Nähe, wenn Ruth Singer mich wie ein Augury beobachtet. Sicher auf Lawleys Bitte hin. Aber ein Kind würde niemand verdächtigen. Was halten Sie davon, schweren Pflanzendiebstahl zu begehen? Sie sagten, Mr. Lawley war mal Ihr Geschäftspartner. Woran haben Sie gearbeitet? Ich hatte die Idee, eine Venemosa Tentacula zu einer Art Wachpflanze abzurichten, die auf Befehl hin angreift. Wir erlebten einen Rückschlag, als sie Lawleys Kniesel fraß. Danach warf er mich aus dem Geschäft. Dieser visionslose Narr. Warum brauchen Sie gerade Mr. Lawleys Venemosa Tentacula? Nun, wenn ich sie habe, hat Lawley sie nicht. Ergo kann ich mein Geschäft starten und er muss von vorn beginnen. So töte ich 2 Schnatzer mit einem Stein. Was ist sonst noch in Mr. Lawleys Keller? Lawleys gesamter Kräuterkundebedarf. Eine beachtliche Sammlung. Füllen Sie ruhig Ihre Taschen, wenn Sie dort sind. Das sollte ihn ablenken und ich kann mit meinem Geschäft loslegen. Ohne Konkurrenz. Alles klar. Ich besorge Ihnen die Venemosa Tentacula. Ich sehe, Sie haben ebenfalls ein gesundes Gerechtigkeitsempfinden. Nein, ich bin einfach aus Slytherin. Nehmen Sie so viel Kräuterkundebedarf, wie Sie nur möchten, während Sie da sind. Ich möchte lediglich die Venemosa Tentacula. Nicht vergessen, ich brauche nur die Venemosa Tentacula. Warte mal, wir sind doch schon hier, dann machen wir das gerade. Ich muss wohl Mr. Lawleys Keller finden. Das muss es sein. Das ist wohl der Keller. Ich muss die Venemosa Tentacula finden. Revelio. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen.
Ich geh dahin. Halt, was, Steven! Hat nicht funktioniert, ja. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Revelio. Wo ist die Venemosa Tentacula? Revelio. Viele Spinnen. Ein Wunder, dass sie noch nicht das Haus übernommen haben. Knötterichzweig. Wir nehmen natürlich alles mit. Häse. Revelio. Ich habe die Venemosa Tentacula. Jetzt sollte ich zu Mr. Barnes zurück. Incendio. Revelio. Hallo, Homura. Ich weiß gar nicht, gibt es auch eine Auszeichnung dafür, wenn man... Was? Das will ich nur einsammeln. Gut. Jetzt schnell raus. Schnell raus! Da haben wir doch schon mal die eine Mission auch gemacht. Sehr gut. Und wenn man halt jemanden hat, wo man schon mal geholfen hat, ist immer gut. Oh, warte. Revelio. In diesen Fässern wird das
bei Hexen und Zauberern so beliebte Butterbier gelagert. Es wird sowohl kalt als auch heiß serviert und hat einen geringen Alkoholgehalt, der auf Hauselfen viel stärker zu wirken scheint als auf Menschen. Ist die Besorgung für mich schon erledigt? Hallo, Mr. Barnes. Ich habe die Venemosa Tentacula. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn sein geliebter Besitz plötzlich fort ist. Mal sehen, wer dann explodiert. Sehr gut. Ich nehme sie Ihnen gern ab. Die Beschaffung war schwieriger als erwartet. Ich würde gern für meine Mühe bezahlt werden. Tja, das ist nur gerecht. Sehr geschäftstüchtig von Ihnen. Hier, eine Kleinigkeit für den nächsten Besuch bei Zompus. Noch einmal vielen Dank. Sie werden noch Großes erreichen. Vielen lieben Dank. 500 Münzen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, was haben wir denn noch hier so? Hier haben wir noch irgendwas abgezeichnet. Warte mal, wir haben hier einen Händler. Stopp, da müssten wir aber erstmal unsere Ausrüstungssachen durchgucken. Hier. Nee, das ist schwächer. Willkommen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Warte mal, hier war doch gerade eben... Revelio. Ah, ja. J. Pippin Zaubertränke, gegründet 1753, ist die Apotheke in Hogsmeade. In der Inhaber Perry Pippin eine große Auswahl an Zaubertränken und deren Zutaten verkauft. Hallo. Stimmt etwas nicht? Und ob? Mein liebes Mondkalb Biscuit wurde von Wilderern im Norden entführt. Teuflische Unholde. Ich wollte mich wehren, doch ich hatte keine Chance. Das mit Ihrem Mondkalb tut mir leid, Mr. Ganuff. Bloß Ganuff. Ich bin nur ein einzelner Kobold, nicht mal besonders mutig. Ich habe keine Chance gegen eine Bande elender Wilderer. Oh, meine arme Biscuit. Ich kann nur hoffen, dass ihr die Flucht gelingt. Warum haben die Wilderer Biscuit entführt? Ich weiß es nicht. Mondkalbdung ist der ideale Dünger für Zauberpflanzen. Aber ich glaube nicht, dass die Wilderer begnadete Gärtner sind. Wer weiß, was sie ihr antun. Sie könnten sie auspeitschen, häuten, ausweiden und ausstopfen, nehme ich an. Oh, Biscuit. Ein ungewöhnliches Haustier. Warum haben Sie sich Biscuit ausgesucht? Sie folgte mir eines Abends, wich mir nicht mehr von der Seite. Ich wollte eigentlich nie ein Haustier, aber jetzt kann ich mir kein Leben ohne sie vorstellen. Oh. Mondkälber gelten oft als dumme, einfältige Kreaturen. Aber Biscuit hat mir echten Charakter gezeigt. Ich würde sie weder gegen Hippogreif noch Hornschwanz tauschen, nicht mal gegen eine Gans, die goldene Eier legt. Ich werde mich nach dem Mondkalb umsehen, Ganuff. Danke. Wären doch nur alle Hexen und Zauberer so nett zu Kobolden. Wenn sie sie sehen und zu mir zurückbringen, belohne ich sie auch für ihre Mühen. Halten Sie die Augen nach ihr offen. Und Vorsicht, die Wilderer sind absolut skrupellos. Okay. Ich sollte versuchen, Ganuffs Mondkalb zu retten. Ich muss offenbar nach Norden, um die Wilderer zu finden. Haben wir sonst noch was hier auf der Karte, wo wir aufsammeln können an Missionen? Ich glaube erstmal nicht. Die Deminungas.
Tja, ist halt die Frage, ob wir hier an diese Statuen drankommen. Ist doch, glaube ich, schon Nacht, oder? Revelio. Ich glaube, hier sind alle der Stufe 2. Hier komme ich nirgendwo rein. Okay. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir am besten in Hogwarts. Hier. Da müssen wir eh hin. Der Südflügel. Da ist nur eine einzige Figur. Müssen wir halt alles absuchen, ne? Revelio. Da ist ein Einhorn drauf. Expelliarmus! Incendio! Gracias! Da ist ein Einhorn drauf. Incendio! Oh Gott, ich zerstöre hier alles. Revelio! Sieht aber eher nach einer Truhe aus, so wie das hier auch. Warte, die haben wir schon mal, die Truhe. Warte. Confringo. Ich hab gedacht, weil der Haufen da so komisch steht. So, gucken wir mal. Okay, da kommen wir auf jeden Fall rein. Jetzt hier hin. Oh, perfekt. Levioso. Nein, war doch hier. Revelio. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß, wie das geht. Einfrieren. Hier. Revelio. Mache ich da sonst noch irgendwas draus? Nö. Haben dann alles.
Das da unten war ein Einhorn. Incendio. Wie bewegt sich das jetzt weiter? Akio. Ah ja. Warte beim Einhorn. Mehr ist hier auch nicht drin. Alohomora. Das ist von draußen. Revelio. Ich müsste die Mutter doch irgendwo blau aufleuchten. Da ist er. Lumos. Komm schön mit mir. Ach, würde schon sagen. Revelio. So, warte. Wir haben einen neuen... Punkt. Nee, nicht Sammlung. Talente. Haupttalente. Weil hier war irgendwo der Revilio-Zauber. Hier. Das können wir mal noch nehmen. So. Ach, siehst du, das hätte ich gar nicht von oben machen müssen. Revelio. So, dann gehen wir hier mal hoch nochmal. So, was war das für ein Tier? Dieser Ziegenbock. Hat nicht funktioniert. Was? Am Stuf gestanden. So, dann fehlt jetzt nur noch eins, ne?
von Dringo! Ich glaube, jetzt fehlt nur noch das da. Dann dürfte ich sie eigentlich alle haben. Nee, das war der. Da war ich ja schon drin, ne? Da war ich schon drin, ne? Nee, da muss es, das ist der mit den Drachenköpfen. Also noch eins höher. Stopp. Nee, hier ist auch so eins. Warte mal. Und wo komme ich hin, wenn ich ganz hoch gehe? Mein Gott, warte mal. Das geht nicht. Nee, ist das Falsche. Incendio, von Ringo. Warte, der muss richtig rüberschwingen. Bis er gefühlt ganz außen ist. Nein! Oh! Jetzt. Dann können wir aber noch höher gehen. Löse die Geheimnisse von Hogwarts. Cool, okay. So, und wo komme ich jetzt hin, wenn ich noch höher gehe? Jetzt kannst du wieder. Incendio. So, wir gehen mal hier hoch. Gucken, was wir hier oben antreffen. Revelio. Muss aber noch irgendwas in der Nähe sein, weil es Bing macht. Ah, hier. Während die beweglichen Zahnräder bei inneren Mechaniken des Ohrenturms auch viel eine abschreckende Wirkung haben, finden andere die Privatsphäre reizvoll, die durch all die Räder erzeugt wird. Nee, es macht schon mal nichts mehr Bing. Revelio.
Gamora. Ich brauche trotzdem, wie gesagt, diesen besseren Schlosszauber. So, warte mal. Da könnte ich lang gehen. Erstmal, oder da könnte ich lang gehen. Kommen wir denn hier lang? Hier war ich auch schon mal, okay. Ach, hier kam ich nicht rein. Hogwarts-Schüler für Hexereien-Zauberer, Krankenflügel. Anwesende Heilerin, Schwester Noreen Bailey. Patientenname auf Anweisung Professor Black geschwärzt. Alter. Der Patient wurde während eines Quidditch-Spiels verletzt, auch wenn meiner Ansicht nach wohl kaum als Verletzung gelten kann. Wenn jemand verletzt wurde, dann muss ich es gewesen sein, denn ich kann mich nicht erinnern, jemals in meinem Leben meine Augen so stark verdreht zu haben. Das grenzt an ein Wunder, dass ich noch genug sehe, um diese Notiz niederzuschreiben. Es ist unglaublich, das sollte ich sagen. Es ist unglaublich, oder sollte ich sagen, unerhört. Aber der Schulleiter will jetzt tatsächlich Quidditch untersagen. Und zwar nur, weil ein Reinblütiger losgeflogen ist und bevor der Schnatz auch nur in Sicht war. Als ich den Schulleiter darauf ansprach, wurde ich angewiesen. Unfassbar. Revelio. Okay. Ich hoffe, ich werde natürlich trotzdem dran erinnert vom Spiel, wenn irgendwo dieses Äffchen sitzt. Also, hier ist der Glockenturm. Okay. Hier, den haben wir, glaube ich, mitgenommen. Ja, hier, den haben wir mitgenommen. Mama, können wir nochmal in die Klos? Jetzt mal spülen. Also, in der Toilette ist er auch nicht. Im Krankenflügel ist er auch nicht. Ah, hier waren die Bilder. Er muss aber irgendwo sein. Revelio. Das ist ein Schloss. Und das ist, glaube ich, auch ein Schloss. Hier muss irgendwo was in der Nähe sein. Da komme ich nicht rein. Revelio. Aber hier ist irgendwas. Ach, das konnte ich ja nicht machen, weil der Typ davor stand das letzte Mal. Okay, wir haben ein Fragezeichen. Das ist 8 plus 5. Null. Also die Eule. Und das sind 2. Bis 3 sind 5. Brauchen wir 9. Das heißt... Das Ding mit den ganz vielen Armen. Nee, nee. Revelio. Knuddelmuff-Statue. Super, dann haben wir das nämlich auch schon mal. Arbeitet. Müssen wir natürlich überlegen.
gehen wir noch eins weiter runter. Revelio. Macht als Binge. Ich glaube, da hatte ich nicht genau. Auch die Stufe 2 für. Okay, dann habe ich das auch schon mal alles abgelaufen. Da war ich ja drinne. Eine Kitty! Kitty streicheln. Wichtig, Leute, wichtig! Revelio. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Ich wusste, auf Sie ist Verlass. Bringen Sie mir ein paar mehr Monde und ich zeige Ihnen, wie Sie Alohomora besser wirken. Wo sollte ich nach mehr Demigeist-Statuen und Monden suchen? Überall, wo ich mich normalerweise aufhalte. Hier. Ach, mein... Ich schaue mich... Ich muss sie führen. Okay. Revelio. Auf diesem Porträt ist der Zauberer Barofino abgebildet, der durch sein Gehirnelixier berühmt wurde. Und als Beispiel dafür dient, da was passiert, wenn Beschwörungen falsch ausgesprochen werden. Einmal hat er statt einem F ein S ausgesprochen und fand sich auf dem Boden wieder mit einem Büffel auf dem Brustkorb. Hier kann ich jetzt schon mal die Etage wechseln. Das will ich aber noch gar nicht. Revelio. Hier macht's schon mal kein Bing. Ich glaube, da fliegt eine Seite. Revelio. Hier, warte mal. Wo sind wir denn jetzt? Also, den Südflügel habe ich damit schon mal komplett gemacht. Als nächstes kommen... Ach, das waren nur die zwei Räume. Bibliotheksausgang. Da machen wir hier. Große Halle. Oh, da unten sind sogar Missionen. Okay, warte mal. Wegepunkt setzen. Ein bisschen mehr in die Richtung. Revelio. Aber was lässt sich hier finden? Was verändert sich hier? Schwierig. Diese großen, verzierten Sanduhren, die Rubine, Diamanten, Saphir und Smaragde enthalten, sind so verzaubert, dass sie stets die jeweiligen Hauspunkte Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin anzeigen. Okay, war ich noch nie drin. Lumos. Mit Leo. Revelio. Oh, wow. Hier war ich noch nie drin. Sie können sich ja gar nicht vorstellen. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung.
Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Ich gebe nicht auf. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Kryptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Crucio, richtig? Der Cruciatus-Fluch, auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträglichen Schmerz zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Wie entsetzlich. Armer Ominous, er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Revelio! Alohomora. Revelio. Guck mal, da sitzt einer. Aber sie sagt nichts. Krieg ich über die Krise. Hoffentlich bin ich ja nicht vorhin auch schon an welchen vorbeigelaufen. Du gehörst mir, Demigeist. Revelio. Warte. Da. An diesem verzauberten Rednerpult halten die großen Schulleiterinnen und Schulleiter von Hogwarts sowie Professor Black ihre Reden. Lumos. Komm mit mir, kleine Motte. Bringe dich zurück zu deinem Bild. Da war jetzt auch nochmal Goldenes. Stopp, hier war doch auch noch mal irgendwo. Revelio. Die Decke der großen Halle wurde so verzaubert, dass sie den Himmel über dem Schloss abbildet. Das ist so cool. Hier haben wir noch mal so ein Rätsel. Das ist eine 9 plus 7, sind wir bei 16. Das heißt 8. Du brauchst die Spinne auf dem ersten Fragezeichen. So, und das zweite ist 11 plus 0, also 3. Drache. Thank you.
Revelio. Oder ist das auch schon mal geschafft? Muss ja schauen, dass ich hier alles mitnehme. Das ärgert mich jetzt nur schon wieder mit dem Mondding. Dann gehe ich doch noch, nochmal zurück und erkunde alles. Obwohl dieser Wasserspeier aus dem Rauch strömt, verzaubert scheinen mag, ist er weit der Kamin des Hufflepuffs Gemeinschaftsraums. Ach ja. Revelio. Revelio. Okay, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich hier schon mal die Folge beenden werde. Vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall wieder zugeschaut habt. Lasst auf jeden Fall mal ein kleines Kommentar unter dem Video für mich da. Und auch auf jeden Fall ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.